Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur back am Start. Auch wenn man es mir auf den ersten Blick hin vielleicht gar nicht zugetraut hätte, darf ich euch selbst nach einer miserablen Santa's Great Gift Session wieder willkommen heißen. Naja, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Ich meine, so schlecht war die vorherige Session jetzt auch nicht. Ich habe zwar zu guter Letzt alles verloren, zwischenzeitlich sah es aber recht rosig aus. Einzig und allein deswegen bin ich auch heute wieder in einem weiteren Pragmatic Slot gelandet. Ihr habt es eh sicher schon gesehen, ich bin heute in Starlight Princess gelandet und ich werde mich wie gehabt an ein paar Bonus-Buys probieren. Für den Spaß habe ich 11.000 Euro eingezahlt. Mit dem Guthaben kaufe ich mir, wie bereits erläutert, ein paar Starlight Princess Features. Meine Wahl fiel eigentlich nur auf den Slot, da ich mich einfach nicht an Gates probieren wollte. Deshalb habe ich mir eben das Substitut rangeholt. Ich probiere mich gegebenenfalls zu Ende an einem 10.000 Euro Bonus, wobei das natürlich die vorherigen Features determinieren. Ich meine, allzu viel Spielraum haben wir ehrlicherweise nicht. Deshalb drücke ich mal meine Daumen. Ich starte auf jeden Fall mit dem ersten 1.000 Euro Bonus. Hol mir jetzt hoffentlich direkt einen Maximalgewinn. Ich meine, das wäre selbst auf einen 1.000er eigentlich ganz solide. Und vor allem wäre es insgesamt mein zweiter Maximalgewinn. Ich meine, ich habe bis jetzt nur einen in Gates, also hoffe ich, dass das Substitut ähnlich großzügig ist und mir vielleicht auch einen Maximalgewinn unterbreitet. Wobei das in den ersten Spins jetzt nicht super interessant aussieht. Ich meine, diese Max-Win-Scripts erkennt man eigentlich auf den ersten Blick. Man bekommt in jenen immer 100er, 200er oder 500er Bomben. Wenn ich die nicht bekomme und halt eigentlich nichts verbinde, wird es in den meisten Fällen auch nichts. Und genau nach so einem Feature sieht es halt aus. Es könnte sogar ein Minimalgewinn werden. Allzu viel fehlt nicht mehr. Es ist nur noch ein Spin und das ist auch kein Hit. Das ist halt wirklich nur der Tumblewin, den ich dank der 4 Scatter bekomme. Ich sehe es trotzdem mal positiv, es war jetzt kein großer Bonus und schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Also drücke ich mal meine Daumen. Ich meine, ich kaufe mir jetzt ein 1400 Euro Feature. Hoffe natürlich auf ein besseres Resultat. Schlechter kann es, wie bereits erläutert, nicht sein. Es kann im schlechtesten Fall genau gleich schlecht sein, wobei die Chance hierfür halt kaum gegeben ist. Ich bekomme jetzt eh schon einen Hit, also überbieten wir den ersten Bonus. Vielleicht überrascht mich der Bonus ja insgesamt. Ich bräuchte ja nur einen netten 15er, 20er Multi, dann wäre ein bisschen was drin. Sonst bräuchte ich halt einen guten Tumble, im besten Fall eine Verbindung auf den Top-Symbols oder gute Cluster-Connections. Allzu optimistisch bin ich in diesen Pragmatic-Slots eigentlich nie, vielleicht werde ich aber heute eines Besseren belehrt. Ich meine, gestern hatte ich zwischenzeitlich auch sehr, sehr gute Freispiele. Vielleicht kann ich es heute ja replizieren, allzu schlecht ist das Feature gar nicht. Bekommen mindestens 65 oder 70% rückerstattet, habe noch einige Spins frei und hoffe vielleicht auf ein extra Tumble und ein extra Multi, dann könnte es sogar ein Profitbonus werden. Ohne Multi wird es aber nichts, ich bekomme den zweiten Minusbonus bei, auch wenn ich nicht gerade viel verliere. Ich weiß, das klingt immer so undankbar, aber 400 Euro haben für mich halt kaum einen Wert. Also nehmt mir das bitte nicht allzu übel. Ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall ein 2400 Euro Feature. Hoffe vielleicht auf das erste profitable Feature. Sonst gehen wir langsam auch schon ans Eingemachte. Das wäre ein guter Tumble. Jetzt 500x. Komm. Selbst 10x wäre eigentlich okay. Oder gar kein Multi. Ich habe wieder ein schlechtes Gefühl. Wenn man Tumbles bekommt und keine Multis, schaut halt am Ende meistens nichts raus.
Und genau wie ein solcher Bonus sieht es halt auch wieder aus. Ich bekomme in den ersten 11 Spins keinen Multi, keine Verbindungen und halt ein richtig schlechtes Resultat. Es könnte sich alles in einem Spin ändern, aber halt nicht mit einem 2er Multi. Dafür bräuchte ich entweder ein Fullboard auf den Top-Symbol oder richtig gute Multis. Ein 100er Multi wird es jetzt auch richten. Dass der nicht kommt, war wohl den meisten von euch eh schon klar. Trotzdem hoffe ich jetzt vielleicht noch auf Multi oder auf Greens. Jetzt Yellows und Multi. Vielleicht die Monde oder ein Multi. Ist okay. Das sind nochmal 400 Euro extra. Es reduziert mal mindestens meinen Verlust. Ist zwar kein Profitbonus, trotzdem besser als es zwischenzeitlich aussah. Diesmal schraube ich den Einsatz gar nicht so hoch rauf. Ich kopiere mal ein 3000 Euro Feature. Je nach Möglichkeit kaufe ich mir nachher ein 5000, 8000 oder vielleicht sogar ein 10.000 Euro Feature. Ich würde mir eigentlich gern einen Maximalbonus kaufen. Der beläuft sich hier auf 10.000 Euro. Dafür bräuchte ich jetzt aber ein Quäntchen Glück. Und das Glück lässt sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehen. Mit einem 30er Multi, 25er Multi wären wir im Spiel. Ohne Multi ist es aber echt ein komplettes Desaster. Da bringt mir die 25% Rakeback auch nichts. Das ist, ja, extrem mies. Verbindungstechnisch sah es auch schlecht aus und das macht sich auch an meinem Guthaben bemerkbar. Ich meine, ich habe 3000 Euro für den Bonus bezahlt, bekomme 200 Euro zurück. Das erinnert mich schon eher an Pragmatic. Vielleicht ist trotzdem der 5. Bonus der erste profitable Bonus. Ich kaufe mir auf jeden Fall ein 5000 Euro Feature. Hoffe jetzt echt mal auf ein gutes Resultat. Sonst werden es wohl wieder die 100 Euro Spins. Nachzahlen möchte ich nämlich nicht unbedingt. Das wäre halt einfach nicht sinnvoll. Also spekuliere ich jetzt einfach so auf einen guten Bonus. Vielleicht auf einen Multi. Komm, Yellows oder ein Multi? Wieder keiner. Der erste Multi kommt zwar diesmal ein bisschen früher. Über einen 80 Euro Gewinn kann ich mich bei einem 5000 Euro Bonus aber nicht so recht freuen. Diesmal sähe es aber ganz gut aus. Blues wären stark, ein Retrigger wäre noch besser. Das ist aber der erste mittelmäßige Hit. Ich bekomme 800 Euro, habe 8 Spins über auf einen 8er Multi, bräuchte also noch 2 oder 3 Verbindungen, dann könnte es sogar ein Profitbonus werden. Sonnen sind hierfür stark, das ist ein guter Hit. Profit Feature, leider nicht gerade der beste Multi, trotzdem akzeptabel. Wir sind recht gut im Geschäft. Sofern ein Retrigger gekommen wäre, wären wir noch ein bisschen besser dabei. Allzu schlecht sieht es aber nicht aus. Es ist mal mindestens ein Profitbonus, also beschwere ich mich mal nicht. Mit viel Optimismus könnte ich vielleicht sogar die 10.000 Euro Schwelle durchbrechen. Das soll dafür eigentlich reichen. Und das macht's auch. Ich habe über 10.000 Euro, kann mir also zu Ende ein Max-Feature kaufen. Vielleicht kommt sogar noch ein bisschen mehr. Oder halt nicht. Bei dem Board wäre wahrscheinlich ein bisschen was drin gewesen, aber ich wurde halt Pragmatic üblich gebaitet. Ein paar 100 Euro Spins kaufe ich mir noch vor dem letzten 10.000 Euro Bonus. Wenn ein Feature kommt, spare ich mir das 10.000 Euro Feature. Wenn kein Feature kommt, dann ist es halt so. Komm, 100x. Das sind vielleicht Yellows. Jetzt ein Multi, komm. Nee. Ein paar Spins habe ich. Ganz unmöglich wäre es nicht. Ich habe mir schon ein paar Mal einen Bonus erspinnt.
auch in dem Slot, das wäre jetzt ein richtig gutes Cluster. Jetzt ein Multicom. 1000 Euro Tumble und kein Multi. Es sind ein paar extra Spins, alles gut und recht. Aber ein Bonus wäre mir halt wesentlich lieber gewesen. Vielleicht wird es aber auch sowas. Die Monde könnte ich verbinden, Blues könnte ich verbinden oder halt nichts. Thema probiere ich es noch, dann kaufe ich mir das Max-Feature. Im Vergleich zu den Stake-Bets ist es wohl etwas kleiner bemessen. BC Game ist aber halt ein wesentlich kleineres Casino, deswegen können die keine solchen riesigen Bet-Sizes aktivieren. Das kann ich in meinem eigenen Casino auch nicht. Da steht das Risiko einfach in keinem Verhältnis zu dem Reward. Aber das muss ich, glaube ich, niemandem erläutern. Ich hoffe trotzdem mal auf einen Maximalgewinn. Es wären bei einem 10.000 Euro Feature 500.000 Euro und das wäre ja eigentlich ganz solide. Finde ich. Das würde ich auf jeden Fall direkt auszahlen und mich vielleicht sogar sofort sperren lassen. Dann hätte ich bei mindestens ein Casino mit einer positiven Statistik. Ob das eintreten wird, wird sich zeigen. Ich wage es zu bezweifeln. Trotzdem kaufe ich mir ein 10.000 Euro Feature. Gib mir halt mindestens einen 130x Bonus. Dann wäre das ein profitables Video und ein akzeptables Ergebnis. Mit den Deadspins hält sich mein Optimismus wieder in Grenzen. Ich bräuchte halt zeitnah ein paar Multis, sonst sehe ich in den Slots eigentlich immer schwarz. Und auch wenn ich es mir gar nicht eingestehen möchte, wird es wahrscheinlich eine 10.000 Euro Spende. Könnte sich alles ändern, wenn ich jetzt in den kommenden paar Spins ein bisschen was verbind. Super vielversprechend, sieht es aber nicht aus. Wenn ein 4er-Multi ist, nicht gerade das Höchste der Gefühle. Und diese extra 3er-Multis bringen mir halt auch recht wenig. Ganz abschreiben werde ich es trotzdem nicht, ich bräuchte ja nur einen guten Tumble. Vielleicht jetzt. Hearts oder nichts. Ist ein 14x Multi. 1500 Euro Cashback. Zwei Deadspins und natürlich ein Minus-Feature. Es war ja irgendwie klar. Aus 10.000 Euro werden 1500 Euro. Ich drücke jetzt noch ein paar hundert Euro Spins durch. Wenn nichts kommt, haue ich den Rest einfach auf grün oder auch nicht. Ich bräuchte nur einen guten Tumble, den ich halt casinoüblich nicht bekommen habe. Dass der größte Bonus einer der schlechtesten ist, war wohl wieder zu erwarten. Ob sich der Wechsel ausgezahlt hat, ist eine andere Frage. Ich habe zwar eine bessere Rakeback, bis zum jetzigen Zeitpunkt werde ich aber von vorn bis hinten betrogen. Und daran ändert sich in dem Video auch nichts. Ich verliere 11.000 Euro oder 0,65 BTC. Nicht gerade das beste Resultat. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Lasst auf jeden Fall gern ein Like und ein Abo da. Sofern ihr überlegt selbst zu zocken, rate ich euch nur eines. Spart euch das Ganze. Ich meine, meine Gesamt-Casino-Statistik spricht Bände. Ich bin wohl um die 1,5 bis 2 Millionen Dollar im Minus. Das sagt eigentlich alles. Zocken lohnt sich ohne Partnerschaft nie. Seid also bitte auf der Hut. Macht es mir nicht nach. Cheers.